Ich würde sagen, nein, aktuell zumindest auf keinen Fall. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass KI ist ein Werkzeug. Als Menschen haben wir schon immer Werkzeuge entwickelt, die unsere Fähigkeiten verbessern. So gesehen, ein Auto ist schneller, ein Kran ist stärker. Wenn wir jetzt als schlau definieren, Unmengen an Daten abspeichern, auf Muster durchsuchen, dann ist KI schlauer. Aber ich glaube, ein Großteil von uns würde sicherlich mir zustimmen und sagen, okay, das ist momentan keine Intelligenz. Von daher, glaube ich, sind wir davon noch ein bisschen entfernt. Der KI fehlt es an einer Art Bedürftigkeit, einer Art inneren Motivation, Dinge tun zu wollen, die wir eben wollen. Oder? Wir haben Wünsche, wir haben Ziele, wir haben irrationale Ziele. Eine KI entwickelt nie von sich aus diese Wünsche. Wir kommen mit unseren Wünschen an die KI heran und deshalb ist sie eben zwar intelligent, aber in dem Sinn nie schlau. Technisch gesehen ist KI sicherlich besser darin, Informationen abzuspeichern, durch Unmengen an Daten durchzugehen und dann Muster zu erkennen. Da sind wir Menschen einfach extrem schlecht drin. Die künstliche Intelligenz, die hat gewisse Eigenschaften, die wir so als Menschen nicht kennen. Zum Beispiel wird sie nicht müde. Sie kann also den Arzt unermüdlich beim Diagnostizieren unterstützen und dabei eine gewisse Qualitätssteigerung erreichen. Künstliche Intelligenz kann in einem Bestfall so etwas werden wie ein Begleiter in unserem Denken. Also wenn wir heute an Siri denken oder vergleichbare digitale Assistenten, sind sie ja noch relativ einfach und primitiv. Aber vielleicht gibt es einmal eine Generation, die uns auf Dinge hinweist, auf die wir selber nicht gekommen wären. Und dann würden sie so etwas wie ein Partner im Denken. Und das wäre, denke ich, eine wünschbare und positive Anwendung von künstlicher Intelligenz. Die Gefahren der künstlichen Intelligenz sind natürlich in der Fairness der Anwendung der Algorithmen. Können wir sicher sein, dass die richtigen Entscheidungen für den einzelnen Patienten getroffen werden? Für die Ärzteschaft besteht eine gewisse Gefahr, dass durch die KI eine Rationalisierung stattfindet, dass durch die Zeitersparnis einfach weniger Ärzte eingesetzt werden und so die Ärzte eigentlich genauso viel arbeiten müssen und gar nicht so entlastet werden, wie man das anfänglich denken könnte. Und ich frage mich, ja, wie wird diese Zusammenarbeit aussehen? Was wird diese Zusammenarbeit mit uns machen? Wir wissen ja, dass wenn wir Dinge auslagen an Smartphones, zum Beispiel sich zu orientieren, dann verlieren wir auch ein bisschen die Fähigkeit, sich zu orientieren. Und wenn uns die KI beim Entscheiden hilft, verlieren wir vielleicht ein bisschen die Fähigkeit, selber zu entscheiden. Und das als Ethiker ist dann durchaus ein relevantes Problem.